Yo Leute und herzlich willkommen zum 10. Türchen des CSGO Adventskalenders 2018. Und heute gehen auch wieder drei Preise heraus an euch. Und zwar wären das einmal Preis Nummer 1 wäre ein Hydra Key. Ja, da ist er. Das wäre mal Preis Nummer 1. Preis Nummer 2 wäre heute eine Galil, Chatterbox in Minimal. Nein, nicht Minimal, was rede ich? In World One. Die Chatterboxen sind alle World One. Dann habe ich für den dritten Preis heute noch eine schöne AK-47 Redline in Field-Tested. Und weil ich auch gefragt werde, ob die alle ohne Sticker sind, was vergibt werden, und zwar nee. Ich gucke nur jetzt, dass ich am Anfang zuerst halt die ohne Sticker raushaue und dann zum Ende hin dann die krasseren, sage ich mal, oder die mit Sticker und was halt da nicht sonst noch alles gibt, weil da sind halt doch schon ein paar nice dabei. So, wie gesagt, die Chatterbox, der Hydra Key und die Redline gehen heute raus an euch. Die Gewinner werde ich ja wie immer unter dem von den Kommentaren des gestrigen Videos ziehen. Die Gewinner von gestern setzen heute automatisch aus und die von heute setzen dann morgen dafür aus. Ich finde es ziemlich nice, dass ihr momentan so motiviert seid. Motiviert mich dann auch. Und der erste Gewinner ist HHXE. 13, man könnte diesen Steam-Accounts vergleichen oder so, lel. Das verstehe ich nicht ganz, das Kommentar, aber das habe ich dir auch geantwortet. Auf jeden Fall mal Glückwunsch an dich, du bekommst den Key. Der zweite Preis war ja die Chatterbox und die geht heute raus an den... Brumm. Yixlian AK, mein WLAN ist kaputt. Geile Aktion, danke Boy. Du bekommst die Chatterbox und somit auch ebenfalls Glückwunsch an dich. Und der dritte Preis war die AK-47 Redline in Field Tested. Und die geht heute raus an Radium V. Gibt es doch gleich gar nicht. XD, immer noch nichts gewonnen. Boy, jetzt hast du endlich mal was gewonnen. Und sogar die AK Redline, das ist der zweitteuerste Skin, was ich vergebe nach dem Knife, Jungs. Also unter den Waffentarnungen ist es sogar der teuerste Skin. So, Glückwunsch auch an dich, Radium. Und weil ich ja gerade angesprochen habe, außer dem Knife, am 24. Dezember geht ja ein Knife raus. Das ist ja dann sozusagen der Hauptpreis. Also gönnt euch, gönnt euch. Und weil ich da auch permanent immer wieder gefragt werde, wo ich da die Gewinner ziehen werde für den Knife. Und zwar wird das dann unter dem, also von dem Video sein, wo die meisten Kommentare darunter sind. Welches das sein würde, das sage ich euch noch rechtzeitig. Da macht euch mal keine Sorgen. Ich sag mal dann, ungefähr eine Woche vor Weihnachten oder ab Montag nächste Woche werde ich dann täglich sagen, okay, welches Video wird es sein. Weil das kann sich auch immer wechseln, ne? Falls dann mal ein Video mehr Kommentare hat als das meist kommentierte Video, dann wird es dann das andere. Und auch gleich für all die Boys, die was heute zum ersten Mal einschalten, sich fragen, hey, wie kann ich hier überhaupt mit teilnehmen oder um was geht es hier? Der CSGO Adventskalender ist ein Format, wo ich vom 1. bis zum 24. Dezember täglich ein Video raushaue, wo auch drei Skins, also drei Preise oder auch mehr rausgehen. Overall ist es eine Item Value von $400, was hier weggeht. Und ja, wie gesagt, am 24. gibt es als Hauptpreis dann noch ein Knife. Was müsst ihr dafür tun, um bei der morgigen Ziehung mit dabei zu sein? Es ist ganz einfach, ihr müsst einfach ein Abonnent meines Kanals sein, dieses Video hier positiv bewerten und einen Kommentar unter diesem Video hier schreiben. Und schon seid ihr bei der morgigen Ziehung mit dabei. Ich glaube, bevor das Video jetzt auch zu kurz wird, hebe ich einfach jetzt nochmal eine Kiste auf. Oder Jungs? Kann man ja mal machen. Wird wahrscheinlich eh nicht so ein... Oder Pink? Pink wäre schon okay. Pink würde ich mich auch freuen. Nee, es ist ein Bloßding. Wusste ich doch. Lol. Und bevor ich jetzt dann auch das Video beende, möchte ich noch kurz eine Frage beantworten, die mir gestern gestellt wurde. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie wortwörtlich war, aber er hat halt gefragt, was ich für einen Rank habe, ne? Ich meine, wäre ja nicht so, als würde man das in jedem Video sehen hier. Ich bin halt LM jetzt momentan. Nicht so nice, aber okay. Oder auch legendärer Adlermeister, wenn das halt jetzt ein Boy ist, der was mit LM nichts anfangen kann. Wobei, wenn du halt LM nicht kennst, dann kennst du, glaube ich, sowieso nicht das Ranking-System. Aber jo, was soll's. Und dann war es auch mit dem Video für heute. Wie gesagt,
positive Bewertung, Kommentar unter diesem Video und ein Abonnent meines Kanals sein und ihr seid bei der Morgenziehung mit dabei. Und dann wünsche ich euch noch viel Glück. Und dann sehen wir uns morgen, beziehungsweise wir hören uns morgen, weil ja Facecam ist ja unter der Woche nicht mit am Start. Ciao, euer Alex.